Das Verhalten eines Systems kann auch dadurch gesteuert werden, dass man versucht, die Wahrnehmung des Systems zu beeinflussen. Also wenn wir ein System auf Chancen hinweisen oder wenn wir ein System darauf hinweisen, dass Gefahr droht, dann erreichen wir, dass sich das System anders verhält, als es sich verhalten hätte, wenn es diese Information aus der Umwelt nicht gehabt hätte und diese Wahrnehmung selber nicht machen hätte können. Weil natürlich Systeme, die auf eine Chance oder Möglichkeit hingewiesen werden, auch dann in der Lage sind, diese Chance zu nutzen. Und wenn sie auf eine Gefahr hingewiesen werden, dann können sie sich rechtzeitig so verhalten, dass sie aus dieser Gefahr nicht einen Schaden erleiden. Und jetzt ist vielleicht noch die Frage offen, warum die Systemtheorie sich des Konstruktivismus sozusagen als siamesischen Zwilling bedient und warum man nicht sagt, zur Systemtheorie gehört die Kognitionstheorie oder die Kognitionswissenschaften. Weil es eben nicht darum geht, eine realistische Vorstellung der äußeren Umwelt zu generieren, sondern eine nützliche. Also in der Evolution von Systemen ist es immer darum gegangen, dass Systeme ihre Umwelt so konzipieren, dass das Bild, das daraus entsteht, Handlungen ermöglichen, die für das jeweilige System einen Überlebensvorteil bringen. Also wenn es Systemen gelingt, die Überlebensvorteile in der Umwelt zu nutzen, dann werden diese Fähigkeiten sozusagen evolutionär weitergegeben und konserviert. Und die Optimierung unseres Kognitionssystems läuft nicht entlang von realistischen Vorstellungen oder realistischen Bildern der äußeren Umwelt, sondern entlang von einer Konzeption oder einer Konstruktion von Umwelt, die es uns ermöglicht, die jeweils gegebenen Überlebensvorteile zu nutzen, also die Chancen zu nutzen und die Risiken entsprechend auch auf Risiken entsprechend vorbereitet zu sein und in jedem Fall unser Verhalten so zu wählen oder so einzustellen, dass wir in der Lage sind, diese Informationen mit maximalem Nutzen für uns selber zu verwerten. Und da stellt sich eben heraus, dass unser gesamtes Kognitionssystem keines ist, das ein realistisches Bild unserer äußeren Umwelt produziert, sondern wir konstruieren uns ein Bild, das letztlich darauf optimiert ist, dass es uns optimale oder bestmögliche Orientierung in einer gegebenen Umwelt bietet, damit wir die Chancen und Risiken rechtzeitig erkennen und uns entsprechend verhalten können. So, es ist vielleicht nicht so ganz einfach, diese Dinge so auf den Punkt zu bringen, aber ich glaube, wenn wir uns vorstellen, dass Systeme in der Umwelt ihre Chancen nützen, dass sie das nur können, wenn sie wissen, was sich in der Umwelt tut und dass über viele Jahrmillionen unser Erkenntnissystem, und zwar das von Menschen und von Tieren natürlich, darauf optimiert worden ist, uns eine optimale Grundlage für unser Verhalten zu bieten und nicht uns einen Zugang zu objektiven Fakten zu verschaffen. Das ist vielleicht die Conclusio meiner Erklärungsversuche. Und was das dann für einzelne
Branchen, zum Beispiel für die Beratung aus systemischer Sicht, für das Management aus systemischer Sicht oder auch für Organisationsentwicklung aus systemischer Sicht bedeutet, das werde ich in jeweils eigenen Videos noch darstellen. Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann freue ich mich darauf, dass ich Sie in einem Posting finde und werde dann noch ergänzend entweder dazu Stellung nehmen, entweder schriftlich dazu Stellung nehmen oder ein weiteres Video machen. Alles Liebe!